Guten Morgen. Bestimmt kennt ihr die Aussage, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das klingt so ein bisschen so, als wäre die Hoffnung der letzte Strohhalm, an dem man sich vielleicht noch klammern kann, wenn die Situation eigentlich total aussichtslos ist und es eigentlich nichts mehr zu hoffen gibt. Dann sagt man, naja, komm, die Hoffnung, die stirbt ja noch zuletzt, auch wenn es eigentlich schon unrealistisch ist. Aber wisst ihr, als Christen, als Kinder Gottes, ist die Hoffnung für uns nicht einfach der letzte Strohhalm, den wir ergreifen, sondern sie ist das Fundament, auf das wir unser Leben setzen. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die sicher ist. Und das wird im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, ganz am Anfang so deutlich. In diesem Abschnitt am Anfang, da lobt Petrus Gott und seine Barmherzigkeit. Und ich möchte hierzu die Verse 3 bis 5 einmal vorlesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, der es in seiner Barmherzigkeit uns schenkt, dass wir Rettung haben dürfen. Dafür ist er ans Kreuz von Golgatha gegangen, dort gestorben und ist auch wieder auferstanden. Und das war ganz wichtig, damit auch wir nun Leben haben können, wiedergeboren werden können. Und damit einhergehend haben wir jetzt auch eine lebendige Hoffnung, wie er hier in Vers 3 es sagt. Eine Hoffnung, die sicher ist, eine Hoffnung, die lebt, die fest ist. Keine tote Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und er beschreibt diese lebendige Hoffnung hier so wunderbar. Er spricht auch hier von dem Erbteil und meint damit das ewige Leben, das wir haben dürfen. Und wie sicher dieses Erbteil ist, wie sicher diese Hoffnung, wie lebendig diese Hoffnung ist, wird deutlich durch die Attribute, die er hier diesem zuschreibt. Er sagt, diese Hoffnung, dieses Erbe ist unvergänglich, unbefleckt, unverderblich. Das drückt aus, dass dieses Erbe nie vergehen wird. Es ist zeitlich unbegrenzt, es endet niemals, es wird nie vergehen. Es ist außerdem unbefleckt, also perfekt, völlig rein. Ja, selbst mit deinem Sündigen oder deinen Sünden deiner Vergangenheit kannst du dieses Erbe nicht beflecken. Und es ist unverwelklich, es verliert nie an Wert, es wird niemals eingehen. Nein, dieses Erbe, es steht jetzt schon sicher und du darfst jetzt schon wissen, in Ewigkeit, wenn ich ein Kind Gottes bin, dass ich und an Gott glaube, dann darf ich sicher daran sein, dass dieses Erbe auf mich wartet, nicht vergehen wird und ich dieses Erbe auch nicht in irgendeiner Weise beflecken kann. Und er legt hier noch einen drauf in Vers 5 und sagt, dass dieses Erbe etwas ist, das in der Kraft Gottes von Gott bewahrt wird. Für diejenigen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Die können sich darauf stützen, darauf verlassen, dass es die Kraft Gottes ist. Die Kraft Gottes, die Christus hat von den Toten auferstehen lassen, lernen wir im Epheserbrief. Dass diese unglaubliche Kraft Gottes auch deinen Glauben bewahren wird. Und so haben wir ein Erbe, das nicht sicherer sein könnte. Eine Hoffnung, die nie nicht lebendiger sein könnte. William MacDonald hat es mal so beschrieben und sagte, dieses Erbe wird für Kinder Gottes im Safe des Himmels aufbewahrt. Und ich will dir mit diesen Gedanken Hoffnung machen. Und diese Hoffnung auch nochmal dich damit anstecken, mit der Dankbarkeit für diese Hoffnung, die wir haben dürfen in Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, heute doch einfach auch ein Dankgebet zum Herrn zu sprechen und dem Herrn dafür zu danken, wie barmherzig er ist. Und dass er dieses Erbe für dich vorbereitet hat.